Am Samstag, 20. November, wird der neue Bushof Schaan feierlich eröffnet. Schon zuvor war Zauberer Martin von Badabü unterwegs, um die Bevölkerung, und dazu gehören schließlich nicht nur Zweibeiner, darauf einzustimmen. Da Schaan werktags mit über 300 Bussen angefahren wird, gab es in den Umbaujahren immer wieder Verspätungen. Doch bei so viel Charme werden dies die Reisenden wohl bald wieder vergessen und LBA Schokitaler essen. Zum Neubau waren aber auch kritische Stimmen zu hören. Etwas hätte man in jedem Fall gebraucht. Und wie es funktioniert, kommt es später raus. Hè? Das Mittelteil vom Beton ist offen und die Bäume stehen darüber jetzt. Aber ich wäre eigentlich davor gewesen, wenn man das mit Kunststoffglas zugemacht hätte, damit auch de Busfahrer oder Busreisigers trocken stehen können im Winter und im Sommer. Auch wenn es blast und der Föhn hin und her jagt. Doch auch trotz mancher solcher Bedenken gelang es Zauberer Martin, die Leute munter zu machen und zu faszinieren. Ja. Glaubst du mir, dass das hier die Kreuz 6 ist? Ja. Ganz sicher? Ja. Würdest du 100 Franken drauf wetten? Ja, beim Zauberer eher nicht. Aber lieber nicht? Schade, du hättest gewonnen. So einfach wäre es gewesen. Okay. Also, die Kreuz 6 jetzt gegen die Ass. Einmal ausgetauscht, zweimal ausgetauscht. Und wenn du jetzt sagen kannst, ob die Ass oben oder unten liegt, dann kriegst du von mir einen Gutschein. Unten. Unten. Schade. Schade. Oben. Auch schade. Oh. Auch schade. Gewaltig. Ganz schade. Schade. Also nie mit Zauberern spielen oder so, ja. Aber trotzdem. Gewaltig. Lass dich nicht verhungern. Verhungern lässt der Zauberer auch sein Haustier nicht. Und am Samstag wird er noch viel tiefer in die Trickkiste greifen. Wir sehen uns am Samstag zum Tag der offenen Tür. Freu mich. Tschüss.